Bei Russlands nächtlichen Raketenangriffen ist in der Region Saporischschja nach ukrainischen Angaben auch die Entbindungsstation eines Krankenhauses getroffen worden. Dabei wurde ein gerade erst geborener Säugling getötet. Die Mutter des Babys und ein Arzt konnten lebend geborgen werden. Das Gebäude in der Kleinstadt Wilnjansk wurde durch den Einschlag einer russischen Rakete weitgehend zerstört. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor 9 Monaten haben die Vereinten Nationen mehr als 6.500 zivile Todesopfer, darunter mehr als 400 Kinder, registriert. Die tatsächliche Anzahl der getöteten Zivilisten liegt aber sowohl nach Schätzungen der UNO als auch nach Einschätzung Kiews deutlich höher.